Ja, hallo, willkommen zurück. Dein Thomas Klein hier in diesem Video. Was erwartet dich in diesem Video? In diesem Video erkläre ich ausführlich und Schritt für Schritt, was dich in unserem Kick-Off-Call, nachdem du dich für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden hast, erwartet. Also, es ist auch ganz ähnlich wie in unserem Strategie-Workshop, den man sich quasi auch gekapselt und getrennt buchen kann bei uns für 9,75. Aber wenn du dich für eine langfristige Zusammenarbeit mit uns entschieden hast oder für unsere Skalierungsakademie, dann ist dieser Kickoff-Call extremst wichtig für beide von uns, damit wir das ideale und optimale Fundament bilden für eine maximal erfolgreiche Zusammenarbeit. Worum geht es in diesem Kickoff-Call? In diesem Kickoff-Call geht es prinzipiell um zwei Dinge. Das erste, im ersten Schritt geht es um eine Analyse deiner Ist-Situation, das heißt da, wo du dich jetzt befindest, Wünsche, Herausforderungen, Probleme hast und deine Soll-Situation, das heißt da, wo du gerne sein möchtest, deine Wunschvorstellung, also deine Ziele, deine Soll-Situation. Und häufig, nicht zu selten, sagen wir mal, wenn wir dort konkret reingehen in diese Themen, stellen wir fest, dass viele zwar allerlei Wünsche haben, aber nicht verstanden haben, welche Herausforderungen und Probleme letztendlich damit zusammenhängen. Und manchmal sogar ist es so, dass viele sich gar nicht richtig sicher sind, also noch recht schwammig sind in ihrer Zielsetzung. Und wenn sie das sind, dann können sie letztendlich auch nicht reverse-engineeren, welche Schritte dazu notwendig sind, diese Ziele zu erreichen, wenn ich mit meiner Ziele noch gar nicht mal richtig klar bin. Das heißt, Klarheit ist im Kickoff-Call die absolut wichtigste Sache, die wir hier gemeinsam erarbeiten wollen. Ja? Klarheit über deine Ist-Situation, Klarheit über deine Soll-Situation. Ist-Situation ist zum Beispiel sowas wie, was sind meine aktuellen Traffic-Quellen? Wir schauen uns ganz konkret an. Erstens, was sind deine aktuellen Trafficquellen? Ja, Trafficquellen, Leadquellen, es kann völlig egal, was es ist, auch wenn es zum Beispiel Mund-zu-Mund-Beatmung, wollte ich schon sagen, Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Das heißt also Weiterempfehlung. Viele sind eben in diesem Weiterempfehlungsmodus drin. Und haben sich einfach irgendwann mal selbstständig gemacht, aus einer Zellteilung heraus, aus einem großen Unternehmen heraus und dann sozusagen dieses Unternehmen dann als Kunde gewonnen etc. pp. Oder einfach sind einfach mal über ihre Universität, ja, haben dort viele Kontakte geknüpft und dort gewinnen sie immer wieder Kunden und Partnerschaften und so weiter. Oder du bist schon ziemlich tief drin im Social Media Game, ja, dass du über Social Media deine Kunden gewinnst aktuell. Ja, über, egal ob das jetzt Facebook ist oder LinkedIn, oder YouTube oder andere Kanäle da draußen. Das ist mal das Allerwichtigste, dass wir verstehen, okay, woher kommen deine aktuellen Kunden? Das zweite ist, welches deiner Produkte und Dienstleistungen macht den meisten Umsatz, wenn du mehrere hast? Welches Produkt ist für den meisten Umsatz zuständig? Häufig ist es so, dass man unterschiedliche Dienstleistungen anbietet. Ganz besonders am Anfang, wo man sich noch nicht so richtig einig ist, okay, auf welche Nische oder auf welche Branche oder mit welchem Skillset oder mit welchem Angebot möchte ich da rausgehen und mich spezialisieren. Spezialisierungsgrad ist vielleicht noch relativ gering. Ja, Angebote sind noch ein bisschen schwammig. Angebote sind hoch individuell, also jedes Mal wieder komplett von neu werden die wieder gebaut. Ja, bei jedem kleinen Angebot wieder sich stundenlang hingesetzt und ein neues Angebot gebaut. Es wird sehr viel rumexperimentiert. Also hier ist noch sehr, sehr viel experimentöse Tätigkeit zugegen.
Und da schauen wir uns an, okay, welches dieser Dienstleistungsprodukte, die du bereits für deine Kunden gebaut hast oder erbracht hast, haben dir den meisten Umsatz gebracht. Denn dann am nächsten Schritt schauen wir rein, okay, welches dieser Produkte jeweils wieder die meiste Marge. Also Margin-Max und Umsatz-Max. Ja, nicht häufig ist es so oder nicht selten ist es so, dass man eventuell viel Umsatz macht, ja, ganz besonders wenn man viele kleine Kunden hat. Viele in der Digitalbranche haben viele kleine Kunden und dann hat man einen großen Kunden und der macht dann am meisten Umsatz. Manchmal ist es so, ne? Und der hat dann auch meistens auch die höchste Marge, ne? Und dann sollte man eben schauen, okay, wie kann ich das projizieren, reproduzieren, duplizieren und so weiter. Und es gibt ja diesen Spruch, Kleinvieh macht auch Mist. Das stimmt auch, nur muss man immer genau hinschauen. In welcher Phase du dich gerade befindest, also wo ist gerade deine Ist-Situation als Unternehmer, Selbstständiger und was macht aktuell Sinn, dass du in dein Portfolio-Mix, in deinen Kunden-Mix mit reinpackst. Ja? Es macht eben keinen Sinn, etwas zu tun, was vielleicht einer macht, der schon 3-4 Stufen weiter ist, ja, um zum Beispiel sein Risiko zu diversifizieren. Don't put all your eggs in one basket. Also wenn du jetzt noch zum Beispiel 2-3 Stufen weiter drunter bist mit einem Umsatz, also noch lange keinen 7-stelligen Umsatz machst, sondern eben vielleicht noch unter 6-stellig bist, dann solltest du erstmal dich auf einen einzigen Kunden fokussieren und den so weit ausbauen, bis du mal ein paar hunderttausend Euro verdienst. Ja? Weil dich dazu zerfetzen, dass du die Ressourcen noch nicht dazu, Leute einzustellen, die dich unterstützen etc. pp. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Also das, auch das werden wir in diesem Kick-Off-Call ganz explizit, wenn wir hier dran arbeiten, um das zu analysieren, zu eruieren, zu analysieren, um Klarheit zu schaffen, okay? Wo stehst du aktuell bei diesen Punkten? Wo stehst du aktuell? Was ist deine Ist-Situation? Woher kommt dein Traffic? Woher kommen deine Leads? Welches Produkt, welche Dienstleistung macht am meisten Umsatz? Welches Produkt, welche Dienstleistung macht am meisten Marge? Ganz, ganz wichtig. Viele sind sich dessen nicht im Klaren. Viele sind einfach so in ihrem Tagesgeschäft verwurscht und verwickelt, haben 10.000 Probleme und vergessen einfach diese wenigen paar Probleme, wirklich sich auf diese zu fokussieren. Fokus, ein ganz, ganz wichtiger Thema, ganz, ganz wichtiges Thema. Und genau nur an diesen Dingen zu arbeiten, die dir am meisten Leverage für deine zukünftigen Ziele bringen und die dich am schnellsten und am weitesten voranbringen. Ganz, ganz entscheidende Sache unserer Zusammenarbeit mit unseren Kunden und das beginnt bereits knallhart mit einer sehr offenen Diskussion und Analyse und mit einer ehrlichen Analyse im Kickoff-Call. Das zweite ist, wir stellen gemeinsam, das male ich jetzt hier unten noch hin, ein Kundenflussdiagramm, ein sogenanntes Kundenflussdiagramm, was meine ich damit? Wir nutzen so eine Whiteboard-Software und da malen wir das Ganze auf, um es zu visualisieren, denn in häufigsten Fällen ist es visualisierter, einfach zu verstehen, einfach zu lernen, einfach zu analysieren. Und dann haben wir dieses Kundenflussdiagramm und dort wollen wir eines feststellen, wie entsteht bei dir der Kunde? Das heißt, wir haben jetzt im ersten Punkt die Ist-Situation analysiert und festgestellt, okay, woher kommt der Traffic? Welche Produkte und Dienstleistungen verkaufst du? Was machen die für Marge und Umsatz? Und jetzt wollen wir ganz konkret da reingehen und verstehen, wie entsteht bei dir, ganz speziell bei dir, ein Kunde. Wir gehen also jetzt hier ganz konkret rein und stellen uns die Frage, wie entsteht bei dir ein Kunde? Okay. Ich male das da unten noch, wir wollen ja Papier sparen. Wie, CO2-freundlich, wie entsteht bei dir konkret ein Kunde? Ist es jetzt halt so, dass du zum Beispiel dir über Facebook Interessenten suchst? Also wie generierst du Interessenten und wie werden diese Interessenten zu Kunden? Ist es jetzt zum Beispiel, dass du die in einen Zoom-Call reinholst? Also dieses berühmte Termin-Funnel. Oder ist es auch ein ganz anderer Prozess vielleicht? Über Telefonakquise, du überspringst vielleicht diesen Termin-Funnel. Oder ist es vielleicht,
dass du erstmal eine Akademie-Leute reinholst oder über YouTube. Hast du schon viele YouTuber, schon viele YouTube-Follower etc. pp. Also wie ist dein Prozess von Interessent zu Kunde? Und man könnte auch sagen, dein Konvertierungsprozess. Ja, das geht's letztendlich, wir schauen uns letztendlich deine Konvertierungsprozesse an und dann auch deine KPIs. Also was hast du aktuell, wie viele Interessenten gewinnst du pro Woche, pro Timeframe? Ja, Interessenten pro Timeframe, also das kann sein Interessenten pro Woche, Interessenten pro Monat, also Interessenten pro Timeframe. Ja? Und dann schauen wir uns an, wie viele davon konvertierst du in Kunden? Also Kunden pro Woche, pro Monat, pro Timeframe, wir können auch pro Quartal, ja, je nachdem, was Sinn macht, wie groß die Quantität ist bei dir, der Quantitätsfaktor. Und dann schauen wir uns ganz konkret an als zweiten Schritt, in diesem zweiten Punkt, der zweite Unterpunkt, ich kriege es hier kaum noch hin, ich mal es trotzdem auf, Verkaufssystem. Fragezeichen. Hast du bereits ein glasklares Verkaufssystem etabliert? Wenn ja, wie sieht es aus? Wie gesagt, über Telefonakquise, über Terminfunnel, das heißt über Zoom-Calls, über Setter-Closer-Prinzip, über Pre-Setter-Closer-Prinzip, also dreistufig Vertriebsmodell, zweistufig Vertriebsmodell. Wie sieht es ganz konkret aus bei dir vor Ort? Wir schauen da ganz tief rein. Ich bin seit über 20, 25 Jahren mittlerweile Vertriebsexperte. Und wir schauen da ganz tief rein und schauen, okay, passt das wirklich zu deinem Produkt, zu deiner Marge? Ja? Oder kann man da vielleicht noch, gibt es da kleine Feintuning-Stellschrauben oder vielleicht sogar größere Bausteine, die wir austauschen müssen, weil es so, wie es jetzt aktuell ist, nicht skalierbar ist. Also wir schauen uns jetzt endlich finalmente, ja, finalement, sagen die Franzosen oder die Italiener, finalmente, schauen wir uns an, wie skalierfähig ist dein aktuelles Vertriebsmodell. Ja? Also Skalierfähigkeit, das ist sozusagen der Output die Skalierfähigkeit, das ist dann das, sagen wir, wenn wir eine Skala haben von ungefähr eine interne Ranking-Skala von 1 bis 10, 10 ist super skalierfähig, dann müssen wir am Ende des Kickoff-Calls oder der Strategie-Session, des Strategie-Workshops, sorry, müssen wir dann wissen, okay, deine aktuelle Skalierfähigkeit liegt bei ungefähr 6 bis 7. Okay, wir haben unsere interne Checklisten, wir gehen dann durch und das ist sozusagen das Resultat, der Outcome und das Fundament für eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Bis dahin, wir freuen uns auf den Call und dann sehen wir uns bald. Ciao, dein Thomas Klein. Happy Hunting.